Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, Folge Nummer 10. 10 Folgen haben wir hinter uns von dem Spiel Dragon Ball Kakarot. Mein Name ist Christian Angel 3000 und ich begrüße euch erstmal herzlich zurück. Oh, Entschuldigung, muss kurz. Oh, Entschuldigung. Sorry, musste kurz raus. So. Ja, herzlich willkommen erstmal zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Ball. Wie gesagt, mein Name ist Christian Angel 3000 und ich begrüße euch herzlich zurück bei Folge Nummer 10. Und ja, in der letzten Folge haben wir die Saga beendet gegen Vegeta und jetzt sind wir am Start. Ja, ein bisschen zu gucken, was jetzt noch alles vor uns steht, bevor wir aufbrechen nach Namek in dem Sinne. Und ja, bevor es losgeht, würde ich einfach sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich weitermachen soll. Die Aufrufzahlen sind leider nicht so weltbewegend, wie ich mir erhofft habe, wo das Spiel eigentlich aktuell neu ist. Vielleicht haben nicht so viele Leute Dings hier oder so viele Dragon Ball Fans hier meinen Kanal gesehen, meine Videos gesehen. Andere haben gerade mal nicht mehr so viel und naja, naja. Gut, ja. Was im östlichen Schluchtbereich gibt es jede Menge leckere Früchte, die jetzt reif sind. Mach dich gleich auf den Weg. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz hier Pause. Ja, wie gesagt, leider ist es leider nicht so ja, populär auf meinem Kanal hier mit den Aufrufzahlen. Und ich bin ja echt am Überlegen, ob ich wirklich weitermachen soll, weil ich hätte mir echt gewünscht, weil das Spiel bis jetzt richtig toll ist eigentlich, dass er irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen mehr ja, Reichweite erreichen könnte oder sowas. Leider ist es nicht der Fall. Ihr könnt ja aber gerne mal die ganzen Videos, die ihr angeschaut habt, gerne jetzt hier mal ein bisschen weiterempfehlen. Würde mich echt freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet. Und naja, wie gesagt, auch am Ende kann man auch noch sagen, wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod und das ist jetzt nicht einfach nur so ein Spruch, wo ich so sagen tue, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Ja, schreibt mal einfach mal in die Kommentare, empfehlt es weiter, drückt die Glocke, wenn ihr genau auf dem aktuellen Stand sein wollt. Wenn ihr andere Vorschläge habt, dann könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich echt freuen, abgesehen jetzt von Truck Driver und Bus Simulator, sage ich mal so. Ja, und würde ich sagen, ja, dann gehen wir einfach mal ins Spiel zurück, spielen noch die Folge 10 und schauen, was jetzt hier uns eigentlich jetzt noch erwartet, was wir machen können. Und somit checken wir einfach mal die Lage. So, da drüben ist schon eine Kugel, die wir einsammeln können. Seidenschürze, okay. Ja, genau. So, speichern, sprechen. Dank dir, dein Vater und die anderen wurden wir gerettet. Wir können euch nicht genug danken. Du bist stark, genau wie dein Vater. Gegen euch beide hat niemand eine Chance. Ich hoffe, ihr könnt alle zurückbringen, die gestorben sind. Keine Ahnung, ob es hilft, aber nehmt das hier. Vitamin Drink, Vita Drink M hilft immer. So, danke dir. So, Rinderteufel wurde aktualisiert. Alles klar. So, und dann checken wir mal die Karte. Endeffekt müssen wir jetzt hier hin. Hier könnten wir auch noch was abholen. Also hier sind noch Sachen. Das sind noch zwei, drei Burgen von der Red Ribbon Armee. Die können wir erstmal platt machen, würde ich sagen. Und du kannst gerade nicht die Weltkarte gehen. Okay, also wir bleiben anscheinend in diesem Ort hier. Schade. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal hier die Red Ribbon Armee Dinger hier kaputt. Die hier, oder warte mal, können wir hier vielleicht was machen? Training? Okay, Super Marenko können wir machen und vernichteter Angriff. Okay, Stufe 20. Empfohlene Stufe 20. Ach du Scheiße, ich bin 14. Okay. Son Gohan und Piccolo, okay. Okay, mal gucken, ob wir das machen können bald. Weil, ja. Ist nicht so ohne, sage ich mal so. Ja, ganz gechillt hier mit der Musik. So, okay, genug. Da oben ist das, was ich machen will. Und auch kaputt. Und was kriegen wir? Ah, okay, Ergänzungsmittel. Zweimal. Na dann. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich zu einer nächsten Markierung.
Kann man das irgendwie markieren oder so? Eigene Markierung. Ah, da, mit Quadrat. So, okay. Dann auf geht's. Einer weniger schon mal. Noch einer weniger. So, auf weg. Das sind vier Gegner. Ja. Okay. Und finish. 963 EP-Punkte. Wunderschön. Check mal gleich meinen Charakter. Wie viel brauche ich denn noch für ein Level Up? Ah, 6000. Okay, gut. Wenn ich jetzt hier so 9000 kriege, dann 6 Kämpfe und dann ist es vorbei, sozusagen. Ja. Gar nicht mal so schlecht. So, die eigene Markierung ist auch weg. So, dann gehen wir gleich zu der nächsten Markierung. So. Machen wir erstmal die Türme hier fertig, bevor wir in die Stadt gehen. Da ist eine Straße. Wow. So, Stahlmutter G. Okay, warum nicht? So, wir haben jetzt drei Türme, haben wir jetzt alle erledigt. Ja, sieht eigentlich gut aus. Da würde ich sagen, machen wir einfach hier die Hauptstory hier weiter. So, und alles andere können wir dann später mal machen. Da kommen wir noch ein paar Kämpfe hier. Aber es ist interessant, dass die mitleveln. Oh, bevor sie sich angreifen, hau ich lieber ab. Ja. Teleportation hat er auch. So, ist der auch weg. Wow, 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 was ist hier los? Und Folgeangriff. Und finish. 644, ja, okay. Also man könnte jetzt schon hier schon einiges leveln, merke ich gerade. Interessant. Aber das brauchen wir ja momentan jetzt gerade nicht. Also wieder Gegner, die machen wir auch noch schnell fertig. Ja. Weniger. Machen wir auch noch schnell fertig. Weg mit dir. Ups, das war blöd. Und finish. 555. Okay. Schnapszahl. Ich gebe jetzt keinen aus. Waren wir eigentlich überhaupt schon mal in der Stadt eigentlich? So, das interessiert mich jetzt mal. Also. Wenn man irgendwas machen kann. Das ist ja riesig. Ja. Schön. Alles klar, okay. Würde ich sagen, da gibt es ja auch nicht mehr viel zu tun. Ja, ich bin zu weit, ich weiß, aber hier ist das Dorf, wo ich hin muss. So. So. Hallo.
Ich bin hier, um ein Rezept abzuholen, meine Damen und Herren. Okay, okay. Oma, Oma, Oma. Oh, du siehst heiß aus. Konnichiwa. Es gibt hier nicht viel, aber deswegen haben wir immerhin frische, saubere Luft. Genau. Okay, dann würde ich sagen, dann holen wir uns mal hier. Nee. Ja, das Rezept an. Ab. So, bist du ein Freund von Mama, oder? Ach, wer bist du? Konnichiwa. Ha, oh, hallo, ich bin Son Gohan, ich bin Chichis Sohn. Ach, du bist Chichis kleiner Junge. Deine Mutter hat mir zahllose Male geholfen, weißt du? Immer wenn ich gerade wieder von Wölfen oder wer weiß von angefallen werde, rettet sie mich. Was? Was? Vielleicht werden sie ja von dem Duft der frischen Zutaten angelockt, die ich kaufe. Das macht das Einkaufen echt zu einer besonderen Herausforderung. Das sage ich ihr. Das sage ich dir. ja, das klingt hart. Ah, vergib mir. Brauchst du etwas? Oh ja, stimmt. Ich glaube, du hast meiner Mama neulich ein Rezept gegeben, aber sie hat es verloren. Könntest du uns nochmal sagen, was es war, wenn es keine Umstände macht? Okay. Ach, das Rezept, na klar. Für das, was deine Mutter für alles für mich getan hat, schulde ich ihr etwas. Hier, schreib es dir für dich auf. Also, ich schreibe es für dich auf, okay. Bitteschön. Fleischgang-Rezept. Vielen Dank. Hier, das kannst du auch haben. Fest mal für Fleischliebhaber. Ganzer Knochenbraten. Brennender Tofu. Wow, Zutaten auch? Ich komme mir ganz schlecht vor, so viel anzunehmen. Ach bitte, nimm es einfach. Ich habe sowieso viel zu eingekauft. Oh, okay, danke. Grüß deine Mutter von mir. Und sag ihr, dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre Hilfe brauchen werde. Ich meine, hoffentlich werde ich nicht so oft angegriffen. Okay. Diese Frau ist echt komisch. Ja. Das Ganze laut sagen. So. Chichi ist wieder in Sogongs Haus. Sprich mit ihr und bring sie dazu, ihr das Menü zu machen. Okay. So. Mein. Oh, guck mal. Oolong ist da oben. Was? Interessant. Mal gucken, was er zu sagen hat. Wo ist er denn da? Was macht der denn da oben? Wo zur Hölle bin ich? Ja, gute Frage. Ah, was mache ich denn? Dann machen wir lieber alles kaputt erstmal hier. Hey, Oolong, was geht mit dir? Ich wollte zum Dorf da vorne. Aber ein unglaublicher starker Wind hat mich umgehauen. Und als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was im aller Welt ist hier los? Ja, Oolong, du kannst dich eigentlich verwandeln und runterspringen oder auch runterfliegen als Fledermaus oder sonstiges. Keine Ahnung, was auch immer. Ja. Alles klar, würde ich sagen. Dann machen wir hier mal weiter. Ich merke, dass ich in die falsche Richtung fliege. Pfirsiche. Wow, was für alles Zutaten hier gibt. So, jetzt checken wir nochmal die Karte, ob sich irgendwas aktualisiert hat von missionstechnisch. Nee, nichts. Schade, okay, also dann ab zurück, würde ich sagen. Ich glaube, ich komme schon hier klar. Gut. Achso, das ist der schon wieder. Oh, okay. Es gibt wohl schon eine Stelle, wo man einfach nicht rüber kann. Schade. Aber gut. Dann würde ich sagen, ab zurück. Und das Rezept zu nehmen oder zu geben. Ja, dann sind noch ein paar Gegner, die nehmen wir noch mit natürlich. Ach, überrascht. So, finish. Easy. Nur noch 200 Punkte, okay. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie je länger du bist hier in der Welt, desto weniger Punkte gibt es von den Gegnern nach einer Weile. Das
das beabsichtigt? So, dann machen wir es mal auf einfache Tour. So, einer weniger. Das ist schön. Auch gibt es in gewissen Bereichen bloß? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade irgendwie, dass in gewissen Bereichen von der Map verschiedene starke Gegner gibt. Wäre ja nicht verkehrt, wenn es so wäre. So, aber erstmal hier zurück. So. Ja, wir sind Level 14, wir können da noch nichts viel machen. Aber wir können es probieren. Ich meine, im Endeffekt. Wollen wir es probieren? Ich meine, ich habe ja auch gegen Vegeta gekämpft gerade, der Level 20 war. Vielleicht habe ich ja Glück. Probieren wir es einfach mal, würde ich sagen. Und... So. Gut, dann let's go. So. Ach, daneben, ist voll klar. Wow. Was ist hier los? Das hat nicht einfach so sein, wie ich denke. Shit. Aua. Wow. Kann ich auch. So, also bevor wir weitermachen. Kleinen Vitamintrink, würde ich sagen, bevor es weitergeht. Das war knapp. Die machen nicht so viel Schaden, aber... Ah, schon wieder daneben. Ich hab geblockt. Okay, wir haben ja genug Vitamintränke. So, das muss eigentlich trotzdem gehen, ne? Hat gemerkt. Ah. Das ist überhaupt nicht gut. Ach Mann. Komm, wenigstens einen fertig machen. Nur noch zwei Balken hat er. Ja. Kriegen wir doch irgendwie auf die Reihe. Das müssen wir auf einen konzentrieren. Ja. Komm, ich will jetzt draufhauen, bis zum geht nicht mehr. Keine Zeit lassen. Wow. Wieder Minifink zwei Stück. Nein. Damn it. Boah, okay. Probieren wir es einfach mal. So. Alter, zack, ich hab doch gerade. Lass mich gerade geil. Jetzt wollen sie es wissen, hä? Sind sie sauer? Blocken. Weiter drauf. Lass gleich down, Leute. Lass gleich down. Oh, das war knapp, Leute. Das war echt knapp.
So, einer weniger. Gut, dann bitte. Ja, verdammt. Jetzt mal reingehen können. So, rein, ja. Abblocken. Heilen. Das wird eigentlich lang. Nein, das ist immer einfacher wie gegen zwei insgesamt. Ich glaube, da haben wir Kraft. Blocken. Unterstützung habe ich nicht. Aua. Genau. Naja, sagst du es immer. Easy jetzt, Leute. Easy. Ah, er ist ausgewichen, die Sau. Nein. Mitten im einen Angriff. Würde mich ja verblocken, ey. Widerlich. Wie ist der? Aua. Das kann ich auch. Komm, yes, nice, vorher den Schlag ausführt. Abgeschlossen, du hast Super Masenko freigeschaltet, yes. Gut, haben wir es. Dann könnten wir das machen, also, aber ich habe nicht so viel Energie. Das sind drei Gegner, Stufe 15. Ist möglich. So, Meteor-Vorschlag haben wir Stufe 3 erlernen. Okay. Gut. Okay, alles klar. Gute Frage. So. Ich bin jetzt übelst angeschlagen. Leute. Übelst angeschlagen. Und der nächste Händler, Verkaufshändler, ist viel zu weit weg. Verdammt. Der ist hier oben. Da könnte ich kaufen. Müsste ich ein großes Stück fliegen. Würde ich sagen, machen wir das mal einfach mal. Wo ist die Windhose eigentlich hier? Ach da. Nixer, nicht mit mir. Ich hau da mal ab. Ja, haben wir das auch? Das ist ein Angelbereich. Da wollen wir jetzt nicht hin. Das
auch nochmal eine Windhose. Wieso zeigt es mir das nicht an? So, nehmen wir das mit. Wow, da war ja echt viel. Okay, alles klar. Da würde ich sagen... Und weiter geht's. Hey! Seh nix. So. Ich würde sagen, dann fliegen wir mal schnell zurück. In die Stadt. Holen uns noch ein bisschen Vitamine. Oder Vita-Trinks. Mal gucken, ob ich es richtig bin, genau. So, Einkaufsstraße, wo ist die? Ah, da. Hier. So, das ist Essen. Man kann nicht eigentlich was essen? Ich habe doch eigentlich Essen eingesammelt, oder? Fällt mir das gerade ein. Verdammt. Dimmel. Essen. Wir haben hier magisches Dinofleisch, lebender Fisch. 40 Eier, okay. Mega-Masse, okay. Protein. Kann nicht verwendet werden, okay. Dann erstmal halt hier was. So, Gericht kochen. So, abgeschlossen. Nice. Und dann machen wir das auch noch. So. Da haben wir nichts. Okay. So, kann ich das jetzt essen oder so? Ja, irgendwas muss ich doch wieder damit machen. Gegenstände. Essen. Kann nicht verwendet werden. Wieso nicht? Verwirrt mich. Verwirrt mich total. Eine Garage. Okay, was geht hier? Ah. Ich verkaufe alle möglichen Schätze. Kaufen. Ah, okay, also das ist der hier. Achso. War das nicht der, der am Auto stand? Sehr komisch. Okay, kann ich hier was essen? Oder irgendwas kaufen, was mir hilft? Genau. Ich würde sagen, machen wir hier einmal und das zweimal. Hier haben wir fünf. Das sind... brauche ich nur drei. So. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, ab zurück. Erstmal. Sorry. Du bist ja wirklich ein wahrer Z-Kugelmagnet, oder? Stimme in meinen Kopf. Okay. Keine Ahnung, was passiert ist gerade, aber okay. So. Er springt auch hoch. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz auf die Uhr. Ja, dann machen wir noch den einen Kampf jetzt hier. Aber bevor wir das machen, sollten wir da am besten, glaube ich, mal... So, okay. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Probieren wir das auch noch. Du erfüllst die Voraussetzung, die Technik zu erlernen. Okay, Meteor-Vorschlaghammer Stufe 3 brauche ich. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das herstellen, freischalten können. Charaktere. Skillbaum. So.
Super Masenko habe ich jetzt hier, okay. Körperschlag. Meteor Vorschlag haben wir Stufe 2. Okay. Brauche ich 3 oder 2? Ich habe gerade keine Ahnung. Genau. Shit, ich habe nicht aufgepasst. Stufe 3 brauche ich, okay. So. Also müsste ich jetzt das da machen, dass ich dann das da freischalten kann. So, Vorschlag haben wir auf Stufe 3. Nice. Okay, was ist das? Vernichtender Angriff. Das haben wir Schnellfeuer-KI. Okay, da geht nichts. Super Erholung, Stufe 1. Okay. 5% mehr Kampfgegenstände zurückerhalten. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, noch mal hier noch schnell kannst reinschnuppern. Wir haben hier eine neue Technik. Super Masenko. Nehmen wir da den natürlich rein. So, und super Erholung. So. Gut, dann haben wir das, denke ich mal. Und würde ich sagen, auf geht's in die letzte Runde hier in den Angriff. 3 Gegner. Daneben. Eine Reihe. Kann ich auch. Ich muss aber aufpassen, dass. Keine Zeit, ich muss den Ärmel erstmal loswerden. Einer weniger. Perfekt. Super Masenko ist super. Ach, verlieren, okay. Abblocken. Ey, ich hab auch. Boah, shit. Locken. So, ist auch weg. Das kann ich gut. Locken. Aua. Nicht gut. Daneben! Da bist du genau. Ach, wie dein Scheiß ausweichen hier. Weichen hier nicht dauernd aus. Hammer. Und du hast den vernichtenden Angriff erlernt. Nice. Gut, manchmal braucht man die gar nicht erst freischalten, sondern kann man einfach so machen. Prima. Okay, also, wir haben die beiden gemacht. Jetzt gehen wir noch schnell hier runter. So, und tun noch die Mission abschließen. Da liegt noch was. So. Zu Hause betreten. Yay. Es war hart, von zu Hause fort zu sein und so hart zu trainieren. Ich habe diesen Ort wirklich vermisst. Gut, gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Nee. Okay. Dann geben wir ihr das Rezept. Ich bin wieder da und das Rezept, Mama. Gute Junge, dann mache ich mich direkt mal an die Arbeit. So, ein komplettes Menü heißt das. Fisch, Fleischgang. Gut, Hammer. Let's go.
Aber kriegt doch richtig Hunger. Zu Hause schmeckt es am besten, Trophäe. Tadam. Ernst jetzt? Gut. So, 1625 TP Boost, 1 KI Plus und 10 Nahkampfangriff. Okay. Essenseffekt, 15% TP, 15% KI und 15% EP. Nice. So, du bist ja ganz schön, hast ja ganz schön reingehauen. Jetzt fühlst du dich bestimmt besser, oder? Und voll gefressen. Ja, das war toll, Mama. Danke. Nachdem es jetzt besser geht, solltest du wirklich mal zur Mutter Roshi gehen, zum Gohan. Er hat sich bestimmt schon Sorgen um dich gemacht. Okay, dann starte ich ihn einfach meinen Besuch ab. Du hast eine harte Zeit hinter dir. Da kannst du jetzt ruhig etwas Lockeres angehen. Mach ich, danke Mama. Wenn du fertig bist, komm schnell wieder hierher, verstanden? Du musst noch lernen, junger Mann. okay, ja. Okay, ja. Ich muss die Leute in Kamehameha wissen lassen, dass das alles in Ordnung ist. Gut, kann ich überhaupt da hinten rein? Rennen kann ich nicht. Kann ich mich umziehen? Nein, auch nicht. Muss ich mir den Körper rumlaufen? Okay. Nein, nicht. Alles gut. Ich habe gerade gegessen. Alles gut. Ups. Ey, verdammt. So, dann gehen wir hier raus natürlich. Hey, Son Gohan, kannst du mich hören? Hi. Kurin, was ist los? Ich weiß, du willst dich nach dem Kampf entspannen, aber wer weiß, wann Vegeta wiederkommt. Deshalb wollte ich dich daran erinnern, mit deinem Training weiterzumachen. Okay. Du hast dich bei dem Kampf gut geschlagen. Wenn du dir beim Training Mühe gibst, kannst du es noch mit stärkeren Typen aufnehmen. Danke, Krillin. Ich werde mir auf jeden Fall Zeit fürs Training nehmen. Gut, ich werde mir auch Mühe geben. Bis später. Ein neues Menü wurde beim Trainingsgelände hinzugefügt. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe ja schon zwei abgeschlossen. Ui. Hallo, Ui. Hallo. Moment, diese Stimme kenne ich. Ui. Hallo, kannst du mich hören? Ja. Ja, ich kann dich hören, Meister Kaio, oder? Genau, hör zu. Sohn von Son Goku, ich spüre etwas sehr Böses in deiner Nähe. Sei auf der Hut. Okay, ich pass auf. Meister Kaio hat recht, ich spüre in der Nähe böse Energie. Was kann das wohl sein? So, wir checken die Karte und das ist hier. Okay, Nebenmission haben wir auch keine mehr. Ja, und was das genau wird, das hängt von euch drauf ab. Ob ihr das gerne sehen möchtet, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gern mehr sehen wollt. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit diesem Let's Play-Reihe Folge 10. Und ob weitere kommen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ihr müsst erstmal unten kommentieren, ob ihr gerne mehr sehen wollt, weil wegen der Aufrufzahl war es ja ein bisschen mager. Aber nichtsdestotrotz, ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen, definitiv. Und wenn ihr gerne dabei sein wollt, dann schreibt einfach mal in die Kommentare. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit der Dragon Ball Kakarot PS4 Game Let's Play Reihe. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch einiges erreicht. Muss mal gucken, wie man hier ein bisschen Geld verdient dort und wie man alles andere kriegt. Wir haben 20 D-Münzen, 1500 Zeni-Points oder wie man das bezeichnen kann. Und somit war es das hier erstmal. Haut rein, wünsche euch ein restliches schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer ChristianAsia3000 mit dem Spiel Dragon Ball Z Kakarot. Auf der PlayStation 4, was offiziell am 17. erschienen ist. Ich hatte schon am 15., aber hat irgendwie auch nicht funktioniert. Also, naja, egal. Gut, somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Spiel. Könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne noch sehen möchtet. Oder ob ihr weiter von diesem Spiel haben möchtet. Oder ein anderes Spiel, abgesehen von Truck Driver und Bus Simulator. Und somit, schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich freuen, weil, wie gesagt, immer liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig und richtig, denn Support ist kein Mod. Und ja,
nicht einfach so, ist auch wirklich so. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Asian 3000. Haut rein. Und nicht zu vergessen, Glocke drücken, wenn ihr gerne auf dem aktuellen Stand sein wollt. So, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Asian 3000. Haut rein. Wiederschauen, reingehauen.